So Leute, da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren Folge von Pokémon Silber auf hoher See hier. Gehst du nach Anemonia City? Wie wäre es erst mit einem kleinen Kampftraining? Okay. Die schwimmt den ganzen Tag im Wasser und wartet, bis jemand vorbeikommt. Ein Schwimmer möchte kämpfen. Kate schickt Sterndu in den Kampf. Wow, wie Sterndu hier bitte aussieht. Also vielleicht setzen wir einfach mal Donnershock nach oben. Heuler tauschen wir ganz nach unten mit der Donnerwelle. Ich glaube, das machen wir so, dann sieht das besser aus. Aber ich müsste... Härtner. Ich greife speziell an. Ich wollte gucken, wann sich meine Pokémon entwickeln, / neue Attacken lernen. Habe ich vergessen. Das folgt daraus, wenn man eine Aufnahme nach der anderen macht. Bin ich doof. Diesmal habe ich verloren. Silver hält. Okay. Ja, ihr seht diese Folge übermorgen. Also, ich habe die Folge vorgestern aufgenommen. So könnte man es auch formulieren. Und die gestrige Folge hatte ich gerade hier voraufgenommen und deswegen... Ich habe bloß schnell die Folgennummer umbenannt und dann dachte ich, ach, machst du gleich weiter? Aber nein, das war eine blöde Idee. Tentara setzt Umklammerung ein. Vatis Initiative sinkt. Ach, wir greifen mal mit einem Tackle an und gucken mal, ob wir uns das Tentacha fangen können. Brauchen wir wirklich ein Tentacha? Ich glaube, nein. Können wir so viele Pokémon wie möglich fangen? Ich glaube, ja. Warum denn auch nicht? Nein, nicht Pokémon. Das ist falsch. In dieser Generation ist das da unten. Da, 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 da. Dadladadladam. Ja, für Tentara wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Tentara, Qualle. Es treibt ziellos im Wasser. Es ist schwer zu erkennen und wird erst bemerkt, wenn es zusticht. Ja, möchtest du Tentara einen Spitznamen geben? Nein. Wir möchten aber dich da anquatschen. Ich habe keine Schwimmreifen. Ich halte mich an einem Wasser-Pokémon fest. Cool. Was für ein Wasser-Pokémon hast du denn, um dich festzuhalten? Ah, sie hat gleich zwei. Ein Sterndu. Elfi. Elfi. Klingt auch cool. Vati, los. Donnerschocke es. Setz doch nicht immer Härtner ein. Du kannst so viel machen. So viel Potenzial. Du setzt Härtner ein. Das ist ja wie ein Safkon Level 100. Mensch. Mushas. Ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Hallo Mushas. Haben wir das schon mal gesehen? Ich glaube in diesem... Let's Play noch nicht. Hey, ein neues Pokémon. Hallo. Das wäre auch noch eine coole Sache für einen Pokédex. Wenn man sieht, wo man das Pokémon... Oh, ich fühle mich so schwindelig. Wenn man ungefähr sieht, wo man das Pokémon das erste Mal gesehen hat. Ich weiß nicht, es ist zwar nicht jetzt so wichtig, aber ich glaube, ich fände es total witzig. Ich bin also sehr locker und gelenkig. Natürlich trete ich gegen dich an. Das ist nett, das ist genau das wollte ich dich auch fragen, ob du gegen mich antreten willst, weil... Ja, ne? Schwimmer Pavel möchte kämpfen. Schwimmer männlich Pavel schickt Mushas in den Kampf. Hallo Mushas. Ich habe doch gerade schon gesehen. Blickst du mir aber nicht die Zunge raus? Ich donnerschock dich zur Besinnungslosigkeit. Zu Tode stimmt ja nicht. Pokémon sterben nicht. Vati erreicht Level 26. Schwimmer setzt Tentoxa ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ich glaube nicht. Hallo Tentoxa. Donnerschock. Giftstachel. Oh nein, bitte nicht vergiften. Was habe ich gesagt? Bitte nicht vergiften. Was hat er gemacht? Vergiftet. Boah, nein. Ja, ich heile mein Gift jetzt erst nach dem Kampf. Das kannst du wissen. Dass mich nochmal vergiftet hier. Vergiss es. Vergift es. Naja, egal. Zum Glück nur ein einfaches Gift und kein schweres Gift. Dum, 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 dum. Und, nach einem besiegten Pokémon gibt es hier noch keine
setze Tentacher ein. Nein, ich wechsle es nicht. Ich mache das jetzt fertig. Ja, Gift kommt immer nach einer Runde, aber nur, wenn das gegnerische Pokémon nicht besiegt wird, was ziemlich cool ist. Tentacher und Tentoxer haben eine ziemlich gute spezielle Defensive. Bitte lass es nicht 15 KP abziehen. Na, sehr schön. Wenn das jetzt nicht daneben geht... Ah, ich hab's gewusst. Oder, au! Das war mein Schreibtisch und mein Knie. Au! Ui, ich habe eine Gänsehaut. Schön für dich mit deiner Gänsehaut. Ich habe noch ein Gegengift, oder? Ja. Gegengift? Warte, die wurde geheilt. So, und jetzt kriegst du, da wir so viel davon gekauft haben, gleich mal einen Supertrank. Mehr gibt's nicht. Ach so, wir haben Stärke bekommen. Ich habe Stärke noch gar nicht gebraucht. Okay. Tentara, wir haben es schon. Da ist der Pokéball. Aber wir werden natürlich gucken, ob wir jetzt noch das Level Up hier bekommen. Jetzt pokert mein Knie. Das ist nicht so toll. Ich habe mich vor Verwirrung selbst verletzt, könnte man also sagen. Ja, 27. Ich weiß gar nicht, 30? Warte, ich versuche Baumwollsaat zu erlernen. Was bringt denn Baumwollsaat? Ich glaube nur, senkt die Initiative, oder? Egal, also Heuler brauchen wir eh nicht. Also können wir Saumbollwart eingeben. Gucken, können wir das nachlesen, was es macht? Hallo Wart, wie gibt man deinen Stati? Natürlich nicht. Das wäre ja zu viel verlangt, dass man das in der Generation schon erfahren könnte. Gegen dich möchte ich kämpfen. Ich bin auf dem Weg zu den Strudelinseln. Ich gehe mit meinen Freunden auf Erkundungsreise. Oh, ich hoffe, du kannst Whirlpool, denn das brauchst du, um zu den Strudelinseln zu gelangen. Badadam, Schwimmer Karin möchte kämpfen, schickt Goldini in den Kampf. Goldini, 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 Goldini. Wir hatten Baumwollsaat. Ich sollte auch lernen, das richtig zu sagen. Baumwollsaat, einsetzen können. Saumbollwart. Baumboll gibt es ja. Golkin. Nein. Golkin. Golkin. Das guckt immer so voll. So. Jetzt setz mal Baumwollsaat ein. Okay, das sieht komisch aus und senkt seine Initiative stark. Ah, okay. Das ist aber gar nicht mal so blöd, wenn wir Pokémon haben, die enorm schneller sind. Natürlich eigentlich nur gegen Stahl-Pokémon. Gegen Stahl-Pokémon? Ne, gegen Boden-Pokémon, so. Wo Elektroattacken keine Wirkung haben, weil wir haben ja die Donnerwelle. Nein, weil Donnerwelle halbiert, also Paralyse halbiert, ja. Ah, ich schaffe nie rechtzeitig mein Mikrofon zu muten. Ich sollte mir das auf einen Knopf legen, irgendwie. Na. Oh, ich könnte versuchen, mir das auf das Gamepad zu legen. Ja, hier unten sehen wir schon so ein bisschen Nord- und Südbegrenzung. Da seht ihr, das ist ein Teil der schicken Strudelinseln. Wir sind jetzt nämlich ungefähr... Oh ja. Ja, wir können das Fahrrad nicht einsetzen. Das ist normal, ist ja in Ordnung. Wir sind jetzt... Oh. Kurz vor Anemonia City. Ist ja schön, man sieht genau, wo es weitergeht dann. Oh, Route 42. Route 41, da oben sind eigentlich die Strudelinseln, aber das ist auch ein Teil hier gewesen. B drücken. Ein Pokémon muss noch mitgenommen werden. Oh yeah. Wildes Tentacher, yeah. Warum bist du denn hier?
27 sind wir schon. Wow, mein lieber Herr Gesangsverein. Wir müssen mal die anderen Pokémon ein bisschen trainieren. Säure hat, glaube ich, eine Chance zu vergiften. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es ist sehr verstörend. Ich habe ja auf meinem Tablet die Uhr laufen, damit ich nicht vergesse, wann ich denn die Aufnahme beenden muss. Fotostudio von Anemonia City. Machen Sie einen Schnappschuss zur Erinnerung. Okay, da gehen wir dann auch mal rein. Zuerst gehen wir ins Pokémon Center. Da ist ein Arm. Auf jeden Fall läuft da mal unten kleine Werbung mit. Kostenlose Apps for the Win. Und da war gerade starten sich lang in den Sommer schon Bikini-Figur erreicht. Und ich dachte mir so, ja. Ja, kann man sagen. Bikini-Figur ist ja auch reicht, ist in Ordnung. Ich trage dann ab jetzt Bikini, ist kein Problem. Die Trainer in dieser Arena sind richtige Schlägertypen. Wenn ich hier herumstehe, schnappen sie mich. Ein Tipp, der Leiter setzt gerne Kampf-Pokémon ein. Du solltest ihn mit Psycho-Pokémon überraschen. Besiege seine Pokémon, bevor sie ihre Kraft einsetzen können. Ja, wir haben keine Psycho-Pokémon. Hast du schon den Pokémaniac getroffen? Er gibt immer mit seinen seltenen Pokémon an. Ja, wir haben keine Psycho-Pokémon, aber wir werden unser Hubsi dort ein wenig trainieren können. Das ist sehr schön. Du kommst von Oliverna City. Hast du auf dem Weg hierher die vier Inseln gesehen? Na, wir haben nur eine gesehen. Ich habe gehört, dass ich dort ein mythisches Wesen verstecken soll. Jetzt habe ich schon Pokémon gesagt. Ist ein Pokémon da? Die Strudel rund um die Inseln sind sicher. Moment. Werden. Achso, die Strudel rund um die Inseln werden sicher durch diese Kreatur erzeugt. Diese Kreatur, die was immer auch sie ist. Man sagt auch, dass man es nur sehen kann, wenn man einen Silberflügel hat. Er muss denselben Geruch wie diese Kreatur haben. Eis-Pokémon-Talk. Professor Eis-Pokémon-Talk mit Margit. Taubsi. Wurde gesehen auf Route 35. Margit Taubsi. Wie bezaubernd. Wie freundlich. Voltilam. Wurde gesehen auf Route 43. Voltilam. Wie faszinierend. Wow, wie stark. Abra. Wurde gesehen auf Route 35. Abra. Sehr aktuell. Wie rasant. Tauboga. Okay, da können wir mal erfahren, wo irgendwelche Pokémon gesehen wurden, was ziemlich cool ist. Haben wir eigentlich generell mal... kriegen wir hier Radioempfang rein? Yeah, wie geht es euch nun? Geht es gut oder geht es nicht? Die Glückszahlshow ist immer Pflicht. Die Glückszahl ist 04841. Ich wiederhole, die Glückszahl ist 04841. Okay, gucken wir mal. 04841. Also es gibt nur zwei Kandidaten, dann kann ich gleich da anfangen. 04841, die 0 haben wir da richtig. 04841, da hätten wir die 1 da hinten richtig. Also wir sollten heute unbedingt noch dahin, das heißt in dieser Aufnahme. Weil heute ist noch ein bisschen Tag. Bam, bam, bam. Ich setz mal Hapsi vor. So, Vati kommt jetzt mal eine Weile ganz nach unten. Weil du bist etwas stark. Flame können wir auch mal wieder trainieren, weil der kann immer noch kein Flammenrad, was mich ein wenig ärgert. Nein, du hast immer Surfer da oben, Mensch. Ja, übrigens, ihr seht das, der Platz hier, ihr seht ja, normalerweise geht es nur bis hier. Zack, wir könnten genau noch drei drüber haben und dann wäre das Ganze voll. Also, man kann wirklich das Pokémon mit den vier machen. Meine Pokémon und ich, mich verbindet unsere Freundschaft. Dieses Band wird nie zerreißen. Bam, 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 badam, bam, bam, bam. Schwarzgurt Xaver möchte kämpfen und er schickt Kikli in den Kampf. Oh, was dann wohl der andere da drüben in den Kampf schicken wird? 27? Ist es euer Ernst? Ich dachte... nicht, dass es so schlimm werden würde, allerdings ist es
doch sehr effektiv. Wenn Nocturne sowas wie Eis oder Donnerschlag kann, dann bin ich natürlich am Poppes, wie man so schön sagt. Allerdings bekomme ich sehr viel Erfahrungspunkte und durch die speziellen bringt mir das relativ viel. Okay, hallo Kikli, hallo Nocturne. Schwarzgurt Jeff möchte kämpfen. Jeff schickt Nocturne in den Kampf. Wer hätte es erwarten können? Himmelhieb. Würde ich vermuten. Das ist ein Eishieb. Ich hab's befürchtet. Das ist sehr effektiv. Tschüss, hab sie. Hab sie. Wir setzen Flame ein. Einfach um Flame mal wieder eingesetzt zu haben. Hätte bestimmt auch Donnerhieb gekonnt. Feuerschlag, okay. Nicht sehr effektiv. Ruckzuckieb. Da fand ich auch die Animation der ersten Generation so schön, wie es so an der Seite so raus ist für Ruckzuckieb. So, Volltreffer. Das ist sehr schön. Flame erhält 810 Erfahrungspunkte und erreicht Level 26. Schwarzgurt Jeff wurde auch besiegt. Wir gehen gleich nochmal schockieren. Oh wow, du sagst es. Wir gehen gleich nochmal ins Pokémon Center, weil ich möchte gerne unser Hubsi hier ein wenig trainieren. Da gibt natürlich auch Sinn, einen Vogel-Pokémon in einer Kampfarena zu trainieren. Dann müssen wir in der Stadt noch mit allen quatschen, weil... Worte sind nutzlos, lass deine Fäuste sprechen. Peter schickt Macholo in den Kampf. Ich glaube, Macholo ist jetzt nicht ganz so stark. Ja, 25 ist schon besser. Je mehr Pokémon, desto geringer sind natürlich immer die Level. Gucken, ob wir uns noch bis zum Arena-Leiter vorkämpfen können. Wenn das so weitergeht, nicht. Aber wir schauen mal. Macholo, wir bekommen 700 Erfahrungspunkte. Das heißt, wenn wir das überleben mit Machop, sind wir ein weiteres Level aufgestiegen. Schnabel. Oh, drei... ist kein Steinhagel. Wir sind tot. Das ist doof. Volltreffer und sehr effektiv. Natürlich, genau das, was wir gebraucht haben. Ja, komm, Flame. Ich meine, ich habe kein Psycho-Pokémon, also was soll's. Und da es Fee hier noch nicht gibt... Ja, Fee. Ihr habt richtig gehört. Geomorph. Bam, wirft die Erde auf mich. Autsch. Das ist normal effektiv. Steinhagel geht daneben. Ha, 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 ha. Ruckzuck liebe ich dich weg. Mann, warum sing ich so ein Scheiß? Scheiß. Und wieder zurück in die... ins Pokémon Center. Dann gehen wir noch ganz schnell ins... Ah, dann machen wir das anders. Und zwar... müssen wir erst noch einem Pokémon Stärke beibringen. Denn das brauchen wir jetzt nämlich gleich. Stärke einem Pokémon beibringen? Ja. Wer kann denn stärker lernen? Mrs. Leaf, Flame oder Vati? Ich würde sagen, Mrs. Leaf versucht mal Stärke zu erlernen. Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Der Dreschflegel. Und schwupp, Mrs. Leaf hat Dreschflegel vergessen und Mrs. Leaf erlernt Stärke. So, dann würde ich sagen...
Udo. Okay, bla bla bla, nicht schön, willst du kämpfen, bla bla bla, kennen wir schon. Du hast doch am Anfang erst angerufen. So, ich würde sagen, ich quatsche jetzt gleich offscreen schnell die Tante hier an und heile unsere Pokémon und dann sehen wir uns genau hier morgen wieder und dann habe ich unsere Pokémon geheilt. Bis dahin und tschüss.